Fragen Sie Ihren Broker, ob er das anbietet, dass die Order, die Sie jetzt vor 10 Minuten oder die Sie vorgestern oder die Sie letzte Woche am Markt rausgefeuert haben, ob der Broker nachweisen kann, wo die Order gelandet ist. Ja? Und seien Sie mal gespannt, was da für Antworten kommen. Tatsächlich sollte er es tun können, wenn er so ein eigenes System gebildet hat nach dem Motto, wie wird es denn nun gemacht? Und dann sehen Sie im Prinzip, und das ist der Post-Trade-Report hier, auf 9 Seiten wird nur ein Trade berichtigt. Und dann sehen Sie auch hier die Banken. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie mit rumfischen, sondern wir haben einfach die Technologie sichergestellt, dass Sie da arbeiten können. Und wie das jetzt funktioniert, das will ich Ihnen mal auf den nächsten Slides mal ein Stück weit erklären, wo der Unterschied liegt mit der Ausführung. Also, Kernfrage, wichtig, besitzt der Broker eine Market-Maker-Lizenz, ja oder nein? Oder ist der DMA STP, was ja viele sozusagen transportieren, aber können Sie es auch nachweisen und Sie müssten es nachweisen können mit so einem Post-Trade-Report, dann wäre es im Prinzip perfekt. Wenn er es nicht kann, wie gesagt, auf die Antwort mal warten und dann kommt eins zum anderen. Kann er den Trade nachweisen? Kann er mir zeigen, wo er ausgeführt wird? Kann er mir zeigen, ob es wirklich ein realer Marktzugang oder, war oder nicht? Und das sind genau die Punkte, die Sie sich stellen müssen. Und das führt dann immer zu sehr, sehr interessanten Frage, und das ist eigentlich auch nochmal was, wo Sie hintenrum mal hinter die Kulissen gucken sollten, mit wie vielen Liquiditätsanbietern arbeitet denn eigentlich Ihr Broker? Ja, berechtigte Frage. Der Punkt ist ja, wenn er denn alles an den Markt gibt, dann ist ja die Frage, mit welchem Markt arbeitet er denn überhaupt zusammen? Welchen Marktzugang schafft er denn oder wo geht denn die Reise letztlich hin? Und hier ist ein Auszug aus unserem Interbankenbereich und da ist, wie gesagt, die Hedgefonds sind nicht dabei, die auch, wie Citadel zum Beispiel, auch im Interbankenmarkt mitspielen. Es ist ein großer Pool und ich zeige Ihnen gleich nochmal genau die Systematik des Ablaufs, der hier sozusagen die Preise fixt. Und das verstehen wir unter Multibankliquidität und das ist das, was man wissen muss, gerade wenn man den Forex-Markt gern handeln will, dann will ich persönlich, und das war auch ein Punkt, warum ich relativ als einer der ersten auch bei JFD damals ein Konto eröffnet hat, obwohl ich noch keine Geschäftsbeziehungen hatte, dann will man doch eigentlich nur mit dem Besten arbeiten und den Anspruch sollte auch jeder haben. Und mit dem Besten heißt es eben mit den großen Banken, die im Interbankenmarkt, und das tun die zu 95%, das sind das Deals, die im Interbankenbereich arbeiten, mit denen will ich auch arbeiten, egal ob ich ein kleines Konto habe oder ein großes. Und das ist im Prinzip eine Multi-Bank-Liquidität und da stellt sich mir die Frage, wie viele Banken stehen denn bei Broker XY dahinter? Und ich weiß, dass es Broker gibt, die haben 2 Banken, ich weiß, dass es Broker gibt, die haben 4 Banken, es gibt auch Broker, die haben 5 Banken, manche haben auch alle Tier-1 Banken, aber ist der Pool groß genug, um mir vielleicht auch dann wirklich den besten Preis zu geben? Und ihnen dann sozusagen auch eine gute Ausführung zu erzeugen. Und da kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wie das eigentlich bei uns abläuft. Der Punkt ist, Sie sind ganz rechts außen der Client Terminal, also sind der User, der Kunde, der sozusagen am Markt oder am MetaTrader 4 sitzt und die Order abfeuert. Ja, da ist immer die Frage, kaufen oder verkaufen Sie, also Bid oder Ask, sei mal dahingestellt. Sie feuern die Order ab, der Preis geht sozusagen ins Universum über die Bridges und das war das, was wir ja auch erzeugt hatten. Sie müssen wissen, der MetaTrader selbst war zu Anfangs ein in sich geschlossenes System. Das war praktisch eine Software, die gar nicht dazu gedacht war, erstmal ein Riesenuniversum an Underlyings mit rauszuholen, geschweige denn die Orders rausgehen zu lassen. Denn eine MetaTrader 4-Anweisung, wie man sie häufig liest, nach dem Motto, okay, da kaufe ich, da verkaufe ich, so kann ich meinen Chart einstellen, super, super. Da gibt es auch eine Art Redbook für den Broker. Und zwar, wie kann ich den Chart manipulieren, wie kann ich die Spreads ausdehnen, wie kann ich am Kunden Geld verdienen, auf gut Deutsch. Und so wurde das Ganze sozusagen erschaffen als reines Market-Maker-Universum der MetaTrader 4. Gut, das geht auch mit anderen Plattformen, aber grundsätzlich war nicht die Idee, den sozusagen aufzureißen. Das heißt, man brauchte Brücken, um das Ganze zu eröffnen. Und mittlerweile haben wir nicht nur 2 Brücken, es sind mittlerweile 4, die sozusagen, sage ich mal, den Weg öffnen, um dann wiederum, und das als Erklärung, über den Ausgang, das sind reine Technologieanbieter, in die Aggregatorensysteme reinzufahren. Was ist das? Das ist wie so ein Busbahnhof. Das heißt, Ihr Preis geht aus dem MetaTrader raus, über die Brücken rein ins Aggregatorensystem und das muss man sich vorstellen wie ein Busbahnhof, wo viele Preise rein und rausfahren die ganze Zeit. Und diese Systeme dahinter und Technologien suchen dann im Interbankenpool, je nachdem wie viele Banken angeschlossen sind, im Millisekundentakt jeweils den besten Bid und Ask. Und das führt übrigens dazu, dass es auch Situationen gibt, wo der Spread zum Beispiel bei Null liegt. Das heißt, die eine Bank hat einen Bid auf dem Preis und die andere Bank hat einen Ask auf dem Preis. Und in dem Moment gibt es keinen Spread und Sie haben eine Orderausführung mit einem Spread von Null. Das gibt es zum Beispiel auch.
ist natürlich in hochliquiden Phasen oder ich sag mal bei News eher unwahrscheinlich. Aber wenn das, der Orderflow relativ ruhig ist, kann das passieren, dass die Preise sich mit dem Spread so eng zusammenziehen, dass man auch hier tatsächlich einen Spread von null hat. Also überhaupt keinen Spread. Das gibt's. Kann man aber eigentlich nur gewährleisten, wenn man eben auch einen riesen Bankenpool hat. Wenn da nur 5 Banken, sage ich mal, in dem Shake-Würfel drin sind, ja, dann hat man irgendwo auch nur einen Auswurf von den 5 Banken. Ja. Aber wenn ich einen Cocktail, sage ich mal, schüttle, wo 20 plus Banken drin sind, dann habe ich sicherlich die Möglichkeit, einen besseren Bid und Ask zu bekommen. Und darum geht's. Und das ist, wie gesagt, das große Universum, dem man sich hingeben kann, wenn man nach Fairness und Transparenz sucht. Und nichts anderes tun wir. Und deswegen ist auch kein Geld großer Hans in den letzten Jahren groß, und es wird es auch nicht tun, ins Marketing geflossen, weil, glauben Sie mir, das aufzubauen, zu etablieren und auch nicht auszusourcen, sondern wie gesagt, man kann auch sagen, wir sind eine kleine Technologiefirma, das alles in-house sicherzustellen, das war ein Riesenbrett. Und das wird uns auch weiterhin verfolgen, dass wir eben sagen, wir nehmen Gelder, unsere Einnahmen und entwickeln damit weitere Technologien, um das noch besser und fairer zu machen. Weil wir, wie gesagt, den langfristigen Gedanken haben und jetzt auch mit dem MetaTrader 5, das kann ich an dieser Stelle sagen, und auch noch anderen Plattformen natürlich einen immensen Aufwand haben. Man braucht neue Server. Man braucht ein Backoffice, was sich darum kümmert. Man braucht eine Brokerage-Abteilung, die jeweils das Ganze abarbeitet. Und das, wie gesagt, kostet immer Kraft und Energie und Geld. Aber langfristig, und das haben uns die letzten 6 Jahre gezeigt, sind wir da auf dem richtigen Weg und machen so genau weiter, wie wir es bisher getan haben. Und jetzt sehen Sie mal, nicht geschockt sein, aber so sollte es eigentlich sein. Und wir können das mit dem Post-Trade-Report nachweisen. Und so, meine lieben Zuschauer, sieht es aus, wenn man jetzt gegen den Broker handelt. Ja, da fehlt ja hinten raus irgendwas. Also es ist tatsächlich so, dass man mit seiner Orderaufgabe irgendwo in seinem Universum des Handelns sitzt und denkt, ja, jetzt bin ich dabei. Und man feuert sie raus, die Order, aber die geht gar nicht an den realen Markt, die Order, sondern sie geht ins B-Book des Brokers, der dann wiederum, wenn er ihre, sage ich mal, Trading-Skills ausgelesen hat, schon relativ genau weiß, wo ist ihre Verlustschwelle, wo liegen im Übrigen auch die ganzen Stop-Marken. Ja, das ist das Nächste. Ein Broker, der alle Orders, also Sie sind ja für den Broker wie ein offenes Buch, neben dem, dass er Ihr Kundenprofil ausliest, sieht ein Broker zum Beispiel auch, wo überall die Stops liegen von all seinen Kunden oder auch die Tech Profits beispielsweise. Und da ist es natürlich so, und das habe ich selbst schon erlebt, irgendwann früh ist 9.33 Uhr, es gab keine News oder irgendwas, damals praktisches Live-Beispiel, Euro-Yen plötzlich 40 Pips nach unten und wieder hoch. Wusch. Das nennt man Spike. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir dann, was ist denn da passiert? Ich hatte 2 andere Plattformen auf, wo es nicht zu sehen war. Und in dem Moment, mein Stopp lag irgendwo hier unten. Es war eine Long Order. Der Preis schnippte für Millisekunden auch im Chart von der Candlestick zu sehen nach unten, hat den Stopp abgefischt und wieder nach oben. Und sowas kann man theoretisch auch initiieren, wenn man den Broker sieht. Der Broker sieht alle Kundenorders und sieht beispielsweise bei DAX 10.001 liegen die ganzen Stops. Naja, es ist ja mal ein leichtes, den Preis unter Umständen da mal hinspiken zu lassen. Die Orders alle abzufischen, nennt man Stop-Fishing oder auch Stop-Hunting. Völlig legitim, aber höchst verwerflich in meinen Augen, dass man das sozusagen alles abholt. Und Sie unterschreiben bei den AGBs ja auch, dass der Broker teilweise solche Preisspikes vollziehen darf, also indikative Preise in die Plattform bringen kann. Und dann ist es legitim, dass sie hier abgeholt werden. Und auf meine Frage beim Euro-Yen, was ist denn da passiert? Ich habe selber Zugang zu anderen Brokern, wo das nicht stattfindet. Die Antwort war, einer unserer Liquiditätsanbieter hat auf diesem Level gepriced und deswegen gab es zu diesem Spike. Im Übrigen haben sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unterschrieben und sie wissen, dass sie und dann kam so ein Rattenschwanz an AGBs, wo man dann ganz klar sagt, man lässt die Hose runter, ja, und der Broker hat vollen Zugriff auf ihre Orders, auf ihre Levels, wo das alles sitzt und kann das eben auch abfassen. Und dann will ich ganz kurz sagen, wir haben ja auch das Motto mit 100%iger Anonymität. Gehe ich nochmal kurz auf den Interbankenpool hier zurück. Ihre Order, die liegt so lange auf unseren Servern, bis es zu einem Triggersignal kommt. Wenn Sie jetzt einen Stop-Loss oder einen Take-Profit haben, also eine Order, die dann praktisch von einer Pending-Order, also von einer wartenden Order zu einer scharfen Market-Order wird, dann muss ja natürlich das Preislevel erreicht sein. Und wenn das passiert, erst dann geht die Order live in den Markt. Das heißt, hier hinten die Big Banks, die sehen überhaupt nicht, wo bei unseren Kunden oder wo alle unsere Kunden ihre ganzen Stop-Marken liegen haben. Das heißt, selbst wenn die das wollten und den Preis in irgendeine Richtung manipulieren, was eine einzelne Bank überhaupt nicht tun kann, weil das Volumen zu riesig ist, aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Das heißt, das ist der Ersatz, den wir haben mit 100%iger Anonymität. Die Gegenseite, die wir praktisch bedienen mit ihrer Order, die sieht nicht, wo ihre Stops sind oder wer sie überhaupt sind als Kunde oder was. Nein,
Der sieht nur eine Ticket, eine Ordernummer und das wird auch abgehandelt und dann geht es wieder zurück. Und wo dann Take Profit und Stop Loss als wartende Order sitzen, das, wie gesagt, sieht der Broker überhaupt nicht, beziehungsweise die Gegenpartei, in dem Fall die Interbanken. Aber es sieht der Broker, der das Ganze ins eigene Buch nimmt und mit einem Dealing-Desk arbeitet. Höchst verwerflich. Das war jetzt der Bereich für Forex und ich zeige es euch auch nochmal, wie wir das mit CFDs machen. Weil natürlich die Frage immer ist, Mensch, ein CFD ist doch kein Spotmarkt, also kein Interbankenmarkt. Also ein CFD ist ein Derivat. Es ist ein Produkt, was irgendwo aufgelegt werden muss, weil es eine Gegenpartei gibt, die sie sozusagen mit dem Hebel, mit der Abstraktion auf den DAX zum Beispiel zu spekulieren, arbeitet. Und ja, Market Maker können eigene CFDs kreieren, auflegen oder eben auch dann zum Beispiel kreieren und an andere Broker abgeben. Und so ähnlich fährt es bei uns ab. Das heißt, wir haben auch im im CFD-Bereich einen Pool an Anbietern und das sind nicht wir. Das heißt, der Interessenskonflikt ist weg. Das heißt, der CFD-Anbieter, zum Beispiel DAX CFD, der kann sich, wenn er die Order nimmt, zum Beispiel am Markt abhatchen, das heißt absichern. Das heißt, er verdient auch nur an der Commission und wenn es gegen ihn läuft, hat er eine Absicherung am Future-Markt und es passiert eigentlich nichts. Aber grundsätzlich kann natürlich, vor dem Hintergrund, dass er weiß, 90% der Kunden verlieren Geld, der CFD-Anbieter auch sagen, ich sichere mich nicht ab, der Kunde kommt mit der Order, der kriegt mein Produkt, ich weiß aber, zu 90% verliert er eh das Geld, also lasse ich das mal schön in meinem Buch schlummern und kassiere damit Geld. Was die damit machen, die Market Maker hier ganz links außen, das kann uns egal sein, insofern, dass wir einfach nur den Interessenskonflikt ausblenden und dem Nachfrager das Angebot zur Verfügung stellen, seinen Orderflow zu erfüllen. Das heißt, wenn bei uns jemand einen DAX traden will oder den Dow Jones als CFD, dann bekommt er einen Zugang auch zum Interbankmarkt, aber wir haben auf den Liquiditätspool von verschiedenen Anbietern, die eben CFDs auflegen und auch dort wird der Preis gesucht, den der Anbieter dann ihnen gibt und dann kommt es zur Ausführung, aber wir sind nicht die Partei, die mit oder gegen sie dann praktisch Geld verdient bei ihrer Trading-Aktivität. Das ist auch hier rein intermediär, das heißt, sie schießen den Preis raus, wir sind die Brücke, leiten den Preis weiter und da wird ausgeführt. Und das ist eben ein großer Unterschied zu anderen CFD-Anbietern, die das tatsächlich alles selbst auflegen und damit eben auch gutes Geld verdienen, weil neben der Handelsgebühr dann eben auch tatsächlich der Verlust des Kunden bei ihnen landen kann. Und das ist nicht legitim. Deswegen aufgepasst bei sowas. Und jetzt gehe ich mal kurz auf den Post-Trade-Report ein, um Ihnen da mal zu zeigen, wie sieht denn so ein Ding eigentlich aus? Oder was hat es eigentlich damit auf sich? Ich bin hier auf der Startseite. So sieht das mal aus. Das heißt, das ist nur ein Trade, okay? Hier kommt der Report für Sie, meistens im Bereich 24 bis 48 Stunden nach Anforderung, weil es ist, wie gesagt, ein Prozess der Zeit. Denn, Sie sehen es ja hier, man sieht auf den Folgeseiten, wer sind die Bridges gewesen, wer ist der Interbankenpool, beziehungsweise wer hat sie bedient. Und dann sehen Sie genau hier oben ein kleines Häkchen, ich mache mal einen Kreis drumherum. Broadway war die Brücke sozusagen, beziehungsweise der Aggregator, der Bus, der sozusagen die Order weitergeführt hat, dann im Millisekundentakt in dem Fall an die Deutsche Bank. Und dann haben Sie Ihre Order, wie gesagt, über JFD ausgeführt, ganz klar. Aber Sie sind bedient worden von der Deutschen Bank und so sieht es nun mal aus. Und das ist hier nachweisbar. Das heißt, Sie sehen hier, wer und von wo die Order gekommen ist. Und im Weiteren sehen Sie hier zum Beispiel die Zeit der Ausführung, Ordernummer. Sie sehen die Ausführungszeit und was auch ganz wichtig ist, Sie sehen hier zum Beispiel, ob Sie positive oder negative Slippage hatten. Ja? Also ob es noch einen Bonus oben drauf gab oder nicht. Und das lässt sich, wie gesagt, dann in weiteren Einzelheiten noch, und da will ich Sie jetzt nicht mit dem Report langweilen, ich gebe Ihnen den Tipp, testen Sie uns live, wie gesagt, 20 Free Trades, dann können Sie das Ganze auf sich wirken lassen, einfach IB Days 2017 hinschreiben und dann können Sie auch gerne mal so einen Report anfordern. Aber nochmal zum Mitschreiben, es geht nicht darum, jeden Trade auszuführen, sondern gerade bei der Geschichte Euro-Yen, dem Beispiel, was ich vorhin sagte, ich hatte einen Long-Trade und erfahre hier plötzlich so einen riesen Spike. Da würde mich als Kunde schon mal interessieren, was hier eigentlich hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und genau sowas könnte ich mit einem Post-Trade-Report mir dann nachweisen lassen, was ist da passiert. Und jetzt kommt es auch, wenn der Markt ungereimt ist oder zu News sehr viel spiked oder es wirklich Verschiebungen gibt. Wir sind als Broker sehr bemüht, immer zum Vorteil des Kunden zu arbeiten. Wie gesagt, die Win-Win-Situation steht ganz oben. Und wir versuchen auch bei Unklarheiten oder missverständlichen Orderausführungen durch den Post-Trade-Report nachweisbar auch eine Lösung zu finden. Ja? Das heißt, wir versuchen da auch immer im Sinne des Kunden auch durchaus nachzuvollziehen, was ist denn hier passiert. Und man kann auch da gewisse Einflussnahmen nehmen,
Hat der Technologieanbieter der Aggregatorensystems oder hat der Interbank-Anbieter des Preises irgendeinen Bug in seinem System gehabt oder was auch immer. Aber wir können es prüfen, wir können es nachforschen und man kann es, wie gesagt, auch nachweisen. Und wir versuchen dann auch immer im Kundeninteresse durchaus eine Lösung herbeizuführen. Ja? Und zu dem Schweizer Franken-Crash nochmal ganz vorhin. Glücklicherweise waren bei uns viele Kunden nicht so spekuliert, wie es ja auch viel publiziert wurde, nach dem Motto, die Marke von 1,20, die hält. Also ist nichts einfacher, als Euro-Schweizer Franken long zu traden, weil ich kann ja nicht verlieren, die Schweizer Nationalbank, die schützt mich ja sowieso. Am 15. Januar knallt es dann durch und jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. Und im Durchknallen, und dann gehe ich gleich nochmal wieder auf die anderen Slide, im Durchknallen war es dann eben so, dass die Liquiditätsanbieter sich sukzessive aus dem Markt zurückgezogen haben, weil nämlich die Angst vorherrschte, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Aber es waren plötzlich Tausende, Hunderttausende Orders da, die alle abgearbeitet wurden. Und viele Broker haben plötzlich die Systeme abgestellt, weil keiner mehr einen Preis garantieren konnte. Aber unsere Kunden sind noch sehr, sehr gut aus der Nummer rausgekommen. Da gab es auch einen Bericht in der Wirtschaftswoche, meine ich. Die Banken, die im Hintergrund standen, die haben sich alle nach und nach zurückgezogen. Jede, weil keine Bank wusste, was passiert hier eigentlich. Aber die Preisfeeds, die liefen trotzdem noch und unsere Kunden wurden teilweise noch wesentlich besser, auch wirklich im desaströsen Bereich, aber teilweise wesentlich besser ausgeführt als irgendwelche anderen Kunden, die 1500 Pips im Minus plötzlich von heute auf morgen standen, weil der Broker 10 Minuten überhaupt keinen Preis gestellt hat. Oder wenn er es im eigenen Buch hatte, musste der Broker dann erst mal die Hose runterlassen und sehen, wie er sich irgendwie abmatcht. Weil, wie gesagt, er hatte dann auch eine Schieflage und es gab ja hier einen sehr großen britischen Broker, um nicht zu sagen, der größte britische Broker, der dann tatsächlich an diesem Tag seinen Untergang gefeiert hat. Und auch viele andere Broker hatten dann plötzlich auch enorme Zahlungsschwierigkeiten, weil die Interbanken natürlich auch auf ihre Preise bestanden hatten im Sinne der Orderausführung. Wir hatten einen großen Pool, wir sind gut rausgekommen aus der Nummer und man muss auch sagen, wir sind gut rausgekommen wegen der großen Technologie, die im Hintergrund war, weil das eben alles funktioniert hat und eben nicht nur 3, 4 Banken da standen, sondern eben 20 plus, die dann eben im Worst Case die Orders noch abgefeuert haben. Also insofern wichtig und richtig. So, jetzt muss ich noch mal ein Stück weit vorspulen hier.